Pünktlich um 7 Uhr öffnete am Montag der Obi-Markt Alt-Warmbüchen seine Türen zum diesjährigen Azubi-Markt. 110 Auszubildende und duale Studenten übernehmen für 2 Wochen eigenständig die komplette Leitung des Baumarktes. Die stellvertretende Marktleiterin Caroline Küke erklärt, wo sich die Angestellten, die sonst in Alt-Warmbüchen arbeiten, in dieser Zeit aufhalten. Ja, alle, die sonst hier arbeiten, machen die 2 Wochen Urlaub. Auch die Marktleitung, also wir gehen wirklich alle gemeinschaftlich quasi für 2 Wochen in den Urlaub. Die Azubis haben natürlich nicht das breite Fachwissen wie die Verkäufer, die schon viele Jahre in ihrer Abteilung arbeiten. Damit die Beratung der Kunden trotzdem gut ist, wurde im Vorfeld geplant, in welchen Bereichen die Auszubildenden eingesetzt werden. Jeder Auszubildende ist in dem Bereich eingesetzt, in dem er sich am besten auskennt. Und daher werden die Kunden auch bestmöglich beraten und haben auch in dieser Zeit erfahrungsgemäß ein bisschen mehr Nachsehen mit der einen oder anderen Sache und nehmen die Aktion sehr gut an. Die duale Studentin Lorena Flesch leitet das Projekt Azubi-Markt in Alt-Warmbüchen. Aufgaben, die sonst die Marktleitung übernimmt, fallen nun in ihre Verantwortung. Damit alles klappt, ist eine gute Vorbereitung das A und O. Die Vorbereitungen zu dem Azubi-Markt waren die letzten 2 Monate sehr intensiv. Wir haben uns einfach bei der Planung Gedanken darüber gemacht, was wir alles so für Eckdaten brauchen. Das heißt, wir haben uns mit der Einsatzplanung des Personals auseinandergesetzt. Wir haben ein Organigramm erstellt und Bereichsleiter abgestellt, dass die sich wiederum um ihre Mitarbeiter kümmern und denen eine Einsatzplanung schreiben. Zum Beispiel sowas ganz Banales, wer kommt wann arbeiten. Außerdem haben wir einfach Schritt für Schritt überlegt, was müssen wir machen, was für Veranstaltungen haben wir im Rahmen des Azubi-Marktes. Während der 2 Wochen haben die Azubis die Möglichkeit, Erfahrungen im Bereich Verkauf und Beratung unter Beweis zu stellen. Persönliche Gespräche mit den Kunden gehören natürlich dazu. Der Student Luca Hennings erklärt, was die Nachwuchskräfte sich von diesem Projekt erhoffen. Also man erhofft sich natürlich einmal, dass es dass die Azubis und vor allem die dualen Studenten auch ganz viel lernen dabei, dass man auch einfach mal in die Rolle wirklich mal reinschlüpft, was es wirklich heißt, Verantwortung zu übernehmen. Und man erhofft sich natürlich auch, dass es für die Kunden auch mal was ganz Besonderes ist. Das stößt auf sehr viel positive Resonanz. Die Kunden freuen sich auch, sind auch begeistert, schauen sich das Ganze mal an. Und da hofft man einfach, ein stimmiges Gesamtpaket erschaffen zu können. Diese und nächste Woche kann man sich in Alt-Warmbüchen von Azubis beraten lassen und bei wechselnden Events den etwas anderen Obi-Markt erleben.